Hallo Leute, ich begrüße euch zurück zu unserem Wimmelbildabenteuer der gläserne Schuh. Im letzten Part ja, was haben wir im letzten Part gemacht? Wir haben unserem Drachenbekämpfer ein Elixier des Mutes gegeben und ein Schwert, dass er den Drachen besiegen kann. Ich glaube, haben wir sonst noch irgendwas gemacht? Wir haben mit der Orgel gespielt und einen Gang zum Verlies freigeschaltet. Hier können wir so eine Geierfigur-Emblem einsetzen. An den Seilen, nichts Interessantes. Ja, an der Harfe fehlt was. Die Harfe ist defekt, ich muss sie reparieren. Was wir nicht alles müssen. Hermelin, Geier, oh, funktioniert nicht. Schade. Da krabbelt ein Käferviech. Da können wir nichts gerade machen. Können wir hier was? Nein. Wir brauchen die Prinzenfigur. Da müssen wir bestimmt die Arme und alles so hindrehen, dass das wie hier oben wahrscheinlich passt. Das würde nämlich die vielen Arme hier erklären. So, was haben wir? Wir haben eine kaputte Säge, die wir reparieren müssen. Wir haben einen Eimer. Und einen Greif, der uns von A nach B fliegt. Was müssen wir hier machen? Repariere den Arm der Vogelscheuche. Ja. Hier können wir immer noch nicht rein. Die lassen uns nicht durch. Hier können wir, glaube ich, aber auch nichts mehr machen. Drachenhaut. Doch, irgendwas können wir machen. Es ist aber zu heiß, um es anzufassen. Können wir? Eimer, Wasser. Es funktioniert zum Glück. Zum Glück wirft er den Eimer nicht weg. Warum geht das denn nicht? Oh. Manchmal verstehe ich die Logik nicht. Warum gibt er sich einfach den Eimer Wasser darüber? Warum? Das brauchen wir nicht mehr. Das ist unser heldenhafter Drachentöter, der sich zuerst wie ein Feigling hinter seinem Schild versteckt hat, vor einem schlafenden Drachen. Ja. Ein Tipp will ich eigentlich nicht benutzen. Eigentlich. Außer ich hänge ganz arg, dann... Dann ja. Unsere komische Eidechse, die in Flammen stand, ist wieder normal. Eine ganz gewöhnliche Eidechse, ja. Eine Truhe, da brauchen wir noch zwei Kameteile. Die Truhe können wir auch noch nicht aufmachen. Vielleicht unser Hermelin? Ja, ich mag mein Hermelin. Elixier des Wachstums? Nein, das bringt mir jetzt gerade auch nichts. Ich brauche wahrscheinlich das Schnurrhaar, das ist das Problem. Gibt es im Zwinger irgendwas? Sieht nicht so aus. Fliegen. Ach nein, das soll ein Glühwürmchen sein. Entschuldigung. Geh mal weiter. Unser Baumdämon. So ein großer Baumdämon und wird festgehalten von einem Netz. Sehr logisch.
Sehr logisch. Das Gepäck liegt immer noch hier. Hier können wir auch nichts machen. Hier können wir noch rein. Nein, hier können wir auch nichts machen. Vielleicht ist mal ihren Vater aufgewacht. Ich meine, seine Tochter wurde hier entführt. Und der pennt da oben noch. Das gibt's ja nicht. Wie das ist da? Nein, ich glaube, so einen Stein haben wir auch nicht. Das, den blauen bräuchten wir noch. Ach nein, das ist das. Nee, da können wir auch nicht. Nein, der pennt immer noch. Das Buch liegt auch noch. Scherben. Bin ich jetzt einfach nur blind oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Geh mal weiter. Wie stoppt man denn bitte einen Baum, der vier Augen, neun? Soll es überhaupt Augen darstellen? Kann man. Wasser. Das sieht leicht eklig aus. Aber ich kann ihm voll ins Auge pieksen. Taschenlampe. Da fehlt so eine Feder, wie es aussieht. Schmetterlinge. Was brauche ich? Oh. Ich brauche eine Sehne. Aber hier brauche ich noch so ein Mosaikstück. Da brauche ich so ein Bad. Dafür, das muss ich, das heißt, ich brauche zuerst die Säge. Oh. Da brauche ich ja auch. Ach ja, der Schützen. Der Schütze. Zergreif. Habe ich dann hier was übersehen oder? Und Haarfarbe kann ich. Kann keine Harfe gerade reparieren. Das Netz bringt mir auch nichts. Die Harfe lässt die seltsamen Kreaturen einschlafen. Ja, toll. Und wer macht die Harfe kaputt? Ah, da ist schon wieder die Kakerlake. Ah, da läuft sie. Da. Oh Gott, ist die flink. Und flupp, weg ist sie. Ja. Brauche ich hier das Drachen? Den. Ach so. Ich glaube, ich habe es verstanden, was ich für die Harfe brauche. Ich weiß aber noch nicht, wie ich rankomme. Das ist schlecht. Zu wissen, was man braucht und nicht zu wissen, wie man rankommt. Erde? Ach, da liegt was. Das habe ich die ganze Zeit gar nicht gesehen, dass da was liegt. Oh. Wir hätten ja schon lang viel weiter sein können, wenn ich. Das ist ja mal ein Mechanismus. Der Geier fliegt runter und zack, geht's auf. Ach nö. So.
Das kommt. Nein. Das kommt dahin. Das sind Stempel. Ach, der Schlüssel kommt bestimmt dahin. Das kommt dahin. Nadel und Faden, eine Kurbel. Wer braucht denn hier eine Kurbel? Oder was braucht eine Kurbel? Vor allem was? Ein Handschuh? Brauchst du einen? Ach, da, Handschuh. Sie sehen aber eklig aus. Leicht eklig. Ein Streichholz, das bestimmt für die Kerze. Eine Maske. Eine Maske. Kommt die da? Kommt die da? Um Gottes Wille. Ölkanne. Ölkanne? Ah! Ja, und was stellt es da? Ach, Nadel und Faden. Ach, Quatsch, bist gar nicht das da. Nadel und Faden, um das hier zusammenzunähen. Stempel, wo? Ach, da kommt die Kurbel hin, okay. Dann kriege ich hier mein Mosaikstück. Ihr habt ein Schleifstein, 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 Schleifstein. Und weiß nicht, was ich schleifen soll. Ach, da, die Axt. Die Maske. Weiß ich mal noch nicht, wo sie hinkommt. Ach, da. Bauen wir nur noch den Stempel. Hier sieht für mich gar nichts danach aus, als ob irgendwo ein Stempel hinkört. Nur so nebenbei betont. Ach da. Also jetzt haben wir noch ein Mosaikstück. Ach, das ist das mit der Harfe. Gehen wir mal zurück und gucken, ob wir das hier jetzt. Ach nein, wir können es ja noch gar nicht machen. Fehlt ja immer noch eins. Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Part. Ich hoffe, dass ich da mehr schaffe, dass wir da einfach weiterkommen und ich dann nicht so rumfehle wie jetzt. Bis dahin. Schönen Tag euch. Ciao.